make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Ich möchte heute mit dir diese zauberhafte Treppenbox machen. Und zwar hat die einen Unterteil und einen Deckel. Und wenn du das so aufklappst, dann kommen hier drei kleine Verpackungen raus. Genau, ich habe einen Unterteil dazu gemacht. In ganz vielen Versionen online siehst du das ohne Unterteil. Ich finde das aber immer schöner, weil das unten sonst so absteht. Und ich habe versucht, das möglichst groß zu machen, damit da viel reinpasst. Auch eine süße Idee, das jetzt zu Ostern zu verschenken. Und ich finde das ganz zauberhaft und romantisch mit diesem tollen Band. Wie immer findest du unten die Maße für das Projekt. Wenn du also mitbasteln willst, dann mach jetzt auf Pause und schneid dir schon mal ein bisschen das Papier zurecht. Und ansonsten findest du auch natürlich einen Link zu meinem direkten Blogbeitrag, wo du nochmal alle Maße nachlesen kannst und auch nochmal sehen kannst, welche Produkte ich heute alle verwendet habe. So, dann geht's auch schon los und wir brauchen, ich glaube, 3,5 Blätter Farbkarton. Wir fangen einmal an mit den kleinen Boxen, die da drin sind. Und zwar brauchen wir 3 Stücke 14x14 cm. Dann brauchen wir für den Deckel ein Stück 14,4 mal 14,4. Und das alles falzen wir rundherum bei 4 cm. Ich fange mit dem Deckel an und den lege ich mir gleich beiseite, damit ich weiß, dass das mein Deckel ist. So, und für, bei den Boxen gilt das gleiche, rundherum bei 4 cm falzen. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Wie das mit dem Vorspulen in einem Video geht, weiß ich nämlich noch nicht. Und habe auch gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Also musst du jetzt zusehen, wie ich hier ein bisschen falze. Aber ja, sonst spulst du vor. Oder machst auf Pause, wenn du selber ein bisschen langsamer falzen möchtest. Vor ein paar Jahren habe ich diese Box schon mal gemacht mit diesen Meeresmotiven, damals mit der Krake und dem Fischernetz. Aber ich fand das jetzt mit dem Vogelpapier einfach total süß. So, dass ich dir das nochmal zeigen wollte. So, jetzt haben wir die 4 Schubladen und den Deckel. Für die Unterseite brauchen wir ein Stück, lass mich kurz luschern, 10,3 mal 10,3. Das habe ich nicht so hoch gemacht vom Rand her, damit man vom Designerpapier möglichst viel sieht. 10,3 mal 10,3. Und das falzen wir rundherum bei 2 cm. Und dann brauchen wir ja noch quasi die Banderole für außenrum. Die ist 24,8 cm breit. Und 12,5 cm hoch. Und nun wird gefalzt bei 6,2. Und 18,6 cm. Und dann brauchst du noch 4 Streifen Designerpapier. Höhe ist 12,2 cm und die Stücke müssen 5,9 cm breit sein. 1, weil das lege ich mir hier auch so fortlaufend hin.
3, 4 und aus dem Reststück schneidest du dir noch ein Stück 5,9 mal 5,9. Das ist dann für den Deckel. Da vielleicht darauf achten, dass es möglichst schön ist. Ich glaube, ich schneide es mal hier ab und kürze es dann auf 5,9 ein. Dann schneide ich dem Schwanz, dem Vogel die Schwanzfedern ab. Das will ich auch nicht. Nee, hätte gepasst. Oh, bring das Papier dazwischen. 5,9 mal 5,9. So, schön hingepuzzelt. Dann habe ich aber perfekt das Vögelchen und das Blümchen da drauf. Dann brauchen wir den Papierschneider nicht mehr. Als erstes kleben wir auf unsere Banderole mit dem Snail das Designpapier. Da könntest du natürlich jetzt auch noch ein bisschen was runterlegen für den Kontrast. Ich fand es aber eigentlich ganz schön, dass das jetzt alles so zart Ton in Ton ist. Und wenn du das dann dir passend hingelegt hast, dann verläuft das Muster einmal quer über die Packung. Das finde ich total hübsch. So. Und das quadratische Stück. Hier ist das Vögelchen. Kommt hier einmal in die Mitte. Und jetzt wird einmal ganz viel geschnippelt. Und zwar eigentlich immer in der gleichen Art und Weise. Das heißt, du schneidest hier gerade ein und schneidest dir hier einen Keil raus. Das werden unsere Klebelaschen. Deswegen ist das auch nicht so schlimm, wenn das so schön krumm und schief ist wie bei mir. Hier das Gleiche. Und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal. Gleiche machen wir für den Boden. Und auch bei den 3 Schubladen. Ich freue mich schon, dass ich diese Box die nächsten Tage verschenken kann, weil eine ganz liebe Kollegin von mir Geburtstag hatte und die mag so furchtbar gerne Vögel. Und deswegen werde ich der lieben Silke diese Box schenken. Die guckt bestimmt auch das Video bald. Liebe Grüße, liebe Silke. Außerdem ist diese Box Teil meines Verpackungsworkshops. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der war ja eigentlich geplant für den 28. März. Aber die äußeren Umstände lassen es ja im Moment nicht zu, dass wir uns zuhauf treffen und zusammen basteln. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diesen Workshop to go anzubieten. Das heißt, es wird 5 bis 6 Verpackungen geben, die ich alle hier jetzt auf YouTube online stelle. Und für 25 Euro kannst du dir das Material von mir zuschicken lassen. Ja, da ist das Porto dann schon mit drin. Und eine kleine Überraschung wird da sicherlich auch noch in dem Umschlag liegen. Und dann kannst du all diese Verpackungen zu Hause nachbasteln mit den Materialien, die ich dir zuschicke. Also Klebemittel brauchst du noch selber. Und ein paar Grußstempel wären auch nicht schlecht, denn wir dürfen ja keine Stempelabdrücke verschicken. Aber ich habe auch bei dieser Verpackung halt versucht, ohne Stempel auszukommen. Insofern kannst du das auch ganz toll ohne zu Hause nachbasteln, ohne Stempel zu benutzen. So,
Jetzt genug geredet. Ihr müsst auf der, oder du musst auf der einen, also jetzt machen wir diese Schubladen. Da machst du dir auf der einen Seite Klebestreifen auf eine von den Längsseiten und außerdem auf die Klebelaschen. Also du hast auf jeden Fall ganz viele Schnipsel nach dieser Packung. Ganz viele Schnipsel und Folien von dem doppelseitigen Klebeband über. So, das machst du bei allen drei Packungen, bei allen drei Schubladen. Dann klebt das nämlich auch gut nachher. Dann kannst du da auch ein bisschen mehr Schoki oder wie auch immer reintun. Ganz wichtig ist, immer nur eine Seite kleben, damit wir das nachher festmachen können an der Banderole. Jetzt klebte mein Finger mit fest. So, schon der Endspurt. Ich liebe das Klebeband, ja. Ich finde das so super, dass das zu reißen ist. Hier ist jetzt der Kleber gelandet. Falls du noch eine Beschäftigung für deine Kids suchst, habe ich gerade auf meinem Blog ein Ausmalmemory veröffentlicht. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für dich. Also guck ruhig mal rüber. Und hier jetzt natürlich nicht die Seiten festkleben, weil das wird ja unser Deckel. So. Noch mal ein bisschen nachstreichen und auch einmal die Falzlinien alle nacharbeiten. Hat auch was Meditatives, das Ganze, ne? Aber das Ergebnis wird dann nachher umso toller. Und die Banderole noch einmal falzen. Jetzt fangen wir an, die Boxen zusammenzukleben. Ich hoffe ja, dass ihr alle noch gesund seid und dass es bei euch nicht ganz so panisch abläuft. Manchmal macht einem diese ganze Geschichte ja schon ein bisschen Angst, die jetzt gerade so passiert. Aber ich denke, wenn wir alle gelassen bleiben und uns vernünftig verhalten, dann stehen wir das auch alle gemeinsam durch. Und irgendwann werden wir sagen, weißt du noch, 2020? Tja.
In der Apotheke ist es manchmal nicht so ganz schön. Aber ich kann es auch verstehen, dass einige Menschen Angst haben. Wenn man eh schon vorbelastet ist und chronisch krank, dann ist das Ganze natürlich auch eine andere Geschichte. Obwohl ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass die älteren Menschen unter uns am gelassensten damit umgehen. Die haben natürlich auch schon ganz andere Dinge erlebt als wir. So, aber genug kritisches Generationsgeschwafel. Widmen wir uns lieber wieder der Verpackung. Ist jetzt die dritte Schublade, das heißt, das haben wir jetzt gleich fertig. Dann zeige ich dir, wie man das einklebt. Den Workshop verlinke ich dir natürlich nochmal. Also du kannst auch natürlich dich gerne noch dazu anmelden. Dann schicke ich dir auch ein Materialpaket zu. So, das haben wir schon mal geschafft. Dann zeige ich dir einmal, wie du am besten diese kleinen Kästen einklebst. Und zwar fangen wir hier auf der linken Seite an und das erste Kästchen klebst du so bündig an den unteren Rand. Die zweite Kiste klebst du bündig an den oberen Rand. Ich fahre noch mal mit dem Falzbein nach. Und die dritte Kiste wollen wir hier so seitlich ankleben und die packe ich hier einfach so dazwischen. Und dann klappe ich die beiden Seiten hoch, halte mit der einen Seite dagegen und drücke mit der anderen fest. Und kann natürlich auch noch mal mit dem Falzbein nachfalten. Dann ist dieses schon mal fertig. Jetzt machen wir schnell einmal die Unterseite. Bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich noch ein bisschen angepasst von meinem Prototypen. Da bin ich natürlich gespannt, ob das gleich passt. Aber das wird es schon. Sonst würde ich dieses Video ja nicht veröffentlichen, wenn es nicht passt. Aber der spannende Moment kommt gleich. Schön schief. Naja, jetzt ist es schief, dann ist es halt so. So, passt, wackelt und hat Luft. Puh, Glück gehabt. So. Und jetzt machen wir noch schnell den Deckel. Selbst mit der Pinzette sträubt sich das Klebeband. Der sollte auch passen. Ja, passt, wackelt und hat Luft. Viel schöner als mein Prototyp. So, und dann brauchen wir noch ein Stück von diesem zauberhaften Band in Vanille pur. So ein Spitzenband finde ich total schön, auch wenn in dem Papier eigentlich flüsterweiß ist. Aber ich finde, das ist in dem Moment nicht das Problem. Und das Schöne ist, man kann das auch total gut unter Spannung zuknoten, sodass es auf der Verpackung nachher nicht rutscht.
zack, schön auf Spannung bringen. Und eine Schleife machen. Schön horizontal, sieht natürlich am schönsten aus. Okay, es reichen auch 80 cm Band. Oder 75. Genau. Zack. Und schön, schon ist unsere schöne Verpackung fertig. Hier würde ich in dem Fall tatsächlich den Deckel nochmal drehen, damit die schöne Vorderseite mit dem Vögelchen auch zu sehen ist. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Das war ja doch diesmal ein etwas längeres Video. Lass mir gerne ein Däumchen da, wenn es dir gefallen hat, und abonniere den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Sammelbestelltermine findest du wie immer auf www.gestempelt.de und ich freue mich, wenn du bei mir aktuelle Ware bestellst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!